willkommen aus dem Friedrichstadtpalast. Mit über 14 Millionen Euro Budget ist Falling in Love die teuerste Produktion in der Geschichte des Palastes. Auf der größten Theaterbühne der Welt erschafft das internationale Kreativteam rund um Star-Designer Jean-Paul Gaultier, Kurator und Visual Design Director Berlins neue Show Juwel. Heute ist Premiere. Falling in Love wird 2 Jahre lang auf der fast 3000 Quadratmeter großen Bühne laufen. Laut Bernd Schmidt, den Intendant und Produzenten, wirken fast 500 unterschiedlich geprägte Menschen aus 28 Nationen. Auch aus der Ukraine, Russland und Weißrussland. Aus Ost- und Westdeutschland, jung und alt, Menschen ohne Konfession oder christlichen, jüdischen und muslimischen Glaubens mit. Mit zahlreichen Prominenten aus Politik, Kultur und Gesellschaft feierte der Palast die Weltpremiere seiner bisher teuersten Produktion. Der Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier sorgt mit seinen Kreationen über Jahrzehnte in der Modewelt für Aufsehen. What was the biggest challenge for the show? What was the biggest challenge? But it was a challenge for me because I work already like some years ago, like 5 years ago, to work on one show, you know, for the Palace. So not to make the same thing, but to make something different that goes with the story of the show, you know. So it was fabulous to do that. And, you know, and the equipe let us like to be very creative. And so it's an excellent experience. I love it. How do you love the Friedrichstadtpalast? Very much. I think it's the only theater that exists that still go on the tradition of the musical, the beginning of the musical, you know. It was something that was in 1890, you know, that it started in Europe, you know. It was Paris, London, and Berlin, you know. Now it's Berlin only that is continuing that tradition with that kind of, with the evolution, you know. The thing that it's, they make it like in a modern way, but it's still with the tradition, going well with the tradition. So beautiful. The spirit of Berlin still there, always there. Also ich bin in love mit Jean-Paul Gaultier mein Leben lang und wollte ihm gerne eine kleine Hommage bieten mit diesem Dress. Und ich freue mich darauf, entführt zu werden in diese wundervolle Welt, die das ganze Team erarbeitet hat. Ja, ich will es mal hoffen. Ja, und was erwartest du denn genau von dieser Show? Also ich glaube, hier ins Friedrichstadtpalast zu gehen, ist purer Eskapismus. Wir werden sicherlich dem Motto entsprechen in Love sein und ich freue mich darauf, die Welt für kurz zu vergessen und einzutauchen in das Universum. Die Wirtschaftssenatorin fasst nochmal zusammen, was die Zuschauer erleben können. Und wir werden heute Abend eine Show erleben, die nicht nur, was die funkelnden Swarovski-Steine angeht, sondern natürlich vor allen Dingen, was das künstlerische Talent, die Musik, den Tanz, die ganze Kunst, die ganze Konzeption der Choreografie einfach seinesgleichen sucht in Europa. Sowas gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Und das müssen wir sehen. Da sind wir Berliner einfach stolz drauf. Und ich freue mich sehr auf den Abend. Gerade in den jetzigen Zeiten, vor 4 Tagen, war der Überfall auf Israel. Wie wichtig ist es jetzt auch, besonders auch so ein Geschehen zu machen? Und welche Sorgen haben Sie? Also es ist wichtig, dass wir auch in schweren Zeiten zusammenkommen, dass die Kultur, das Licht, die Musik Menschen zusammenbringt und dass wir solidarisch zusammenstehen für eine friedliche, für eine demokratische Welt. Und natürlich sind sehr viele Menschen auch gerade in unserer Stadt in Sorge über die Situation. Wir haben den Schutz für unsere jüdischen Einrichtungen ausgebaut. Wir wollen, dass die Stadt nicht gespalten wird, dass wir hier ein friedliches Zusammenleben haben, egal ob auf der Schule, in der Schule und auf der Straße. Und wir wollen eben, dass hier dieser Konflikt nicht bei uns in Berlin ausgetragen wird. Und das heißt, wir müssen auf sozialen Zusammenhalt setzen und darauf, dass wir eben diese Konflikte auch bewältigen und unsere jüdischen Einrichtungen schützen. Darum geht es. Bei Julian F.M. Stöckel funkelt es so richtig. Julian F.M. Stöckel, bei deinem Anblick könnte man gleich Falling in Love.
Oh, das ist ja so süß von dir. Ich weiß nicht, ob du bezahlt worden bist für dieses Kompliment, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich bin auch extra früh gekommen, weil ich weiß ja, dass viele Kolleginnen kommen werden, die mir die Show stehen wollen. Deswegen werde ich das natürlich auf gar keinen Fall zulassen. Und Vorlingenlauf muss so sein, Vorlingenstöckel, deswegen. Also, guck mal, die wollen alles um sie sich drehen, da muss er sich um mich drehen. Ja, worauf freust du dich am meisten hier jetzt? Also erstmal heute natürlich großer Bahnhof, viele tolle Kollegen, dann natürlich Jean-Paul Gaultier, sensationell. Es werden viele Politiker, viele Botschafter kommen. Also ich glaube, heute eine illustre Runde von tollen Leuten. Das müssen wir natürlich auskosten, verstehst du? Es gibt ja nicht mehr so viele große Feste. Und wenn der Friedrichstadtpalast, kann ich mir aussprechen, der Friedrichstadtpalast einlädt, dann muss man kommen. Deine Show hat ja gestartet, du bist zwar angezogen, aber wie ist sie angekommen jetzt? Ja, also es ist sehr herrlich, weil die Leute ja immer erstmal denken, um Gottes Willen, Nacktdating, oh wie schrecklich und so. Aber es ist alles ganz toll angekommen und so. Die Leute sind begeistert, vor allem von mir als Moderatorin. Was sagst du denn dazu? Ich bin also wie Iris Berben, wie Sabine Christiansen. Ich bin eine Talk-Ikone, also jetzt geht's erst richtig los. Wie wichtig so eine Show für Berlin ist, hören wir vom Kultursenator. Diese Show ist unglaublich wichtig. Wir haben hier heute Abend ja einen unfassbar tollen Designer, eine Ikone, einen kreativen Jean-Paul Gaultier. Wir erinnern uns an Madonna, wie er sie ikonisiert hat geradezu. Und dass wir ihn gewinnen können für Berlin, dass wir ihn gewinnen können für den Friedrichstadtpalast, dass er mit seiner Kreativität die Menschen immer noch berührt, das sieht man einfach daran, wie viele tolle Stars hier heute da sind und wie schön sich die Menschen auch gemacht haben, weil sie sich auf das freuen, was kommt. Und wenn er es schafft, die Herzen der Menschen zum Klingen zu bringen, dann glaube ich, haben wir hier mit der Kultur im Friedrichstadtpalast eine Menge erreicht. Und ich freue mich sehr, dass sie das hier so hingekriegt haben. Zuletzt wurde er verspaßt im Friedrichstadtpalast. Falling in Love, die Show hat jetzt begonnen. Wie sehr freust du dich darauf? Oh, ich freue mich riesig darauf. Ich bin großer Fan von Jean-Paul Gaultier und der hat die Kostüme beigesteuert. Und ich hoffe, dass sie mich von den Socken hauen werden. Ich trage selber heute auch Jean-Paul Gaultier und treffe ihn gleich. Ich hoffe, mein Outfit gefällt ihm. Ja, und was erwartest du denn heute? Spektakuläre Looks, die mich von den Socken hauen werden. Und der Friedrichstadtpalast, was bedeutet der für dich? Ich komme selber super gerne hierher. Zuletzt wurde ich von Barbara Schöneberger hier bei Verstehen Sie Spaß reingelegt. Ich hoffe, dass es heute ein Auftritt wird mit ein bisschen weniger Überraschungen. Ich freue mich sehr. Es wird toll, es wird wieder aufregend sein, glitzern, emotional und tolle Gäste. Kannst du uns sagen, was du heute trägst? Rotate Burger Christensen und Isabelle Moreau. Und die habe ich aus Ibiza. Hast du auch was von Jean-Paul Gaultier? Habe ich tatsächlich im Schrank. Was gestreift ist, welch ein Wunder, ne? Ja. Der Ex-Regierender Klaus Wowereit freut sich, dass es wieder eine Premiere im Palast gibt. Was bedeutet der Friedrichstadtpalast für Berlin? Ganz viel, ist das größte Revue-Theater mindestens in Europa, ich behaupte ja in der ganzen Welt. Und hier wird Einmaliges geboten. Die Girl-Reihe natürlich legendär, aber man hat sich weiterentwickelt. Und das ist eine tolle Kombination von unterschiedlichen Kunstrichtungen und das macht Spaß. Was machen Sie, dass Sie so erholt aussehen? Sie sehen so gut aus. Naja, ich bin ja erholt, weil ich arbeite ja nicht mehr. Also insofern, also ein Rezept nicht zu arbeiten. Mit 102 Jahren lässt sie sich auch diese Premiere nicht entgehen. Wie sehr freuen Sie sich auf den Friedrichstadtpalast, dass hier wieder eine Show ist? Ja, es ist wundervoll, ganz großartig. Nicht? Auch in schwierigen Zeiten soll man genießen können. Wie sehr freuen Sie sich daran? Ich freue mich. Ich finde gerade in Zeiten wie in jener, die wir gerade erleben, ist es schön, mal zwischendurch loslassen zu können, einmal raustauchen zu können. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, heute Abend zu kommen. Sehr schön, das wäre meine letzte Frage gewesen. Aber freuen Sie sich auch auf Jean-Paul Gaultier und seine Welt zu sehen? Na klar, also Jean-Paul Gaultier ist ja jemand, der quasi mit mir erwachsen geworden ist. Insofern ich bin sehr gespannt, wirklich. Der Friedrichstadtpalast, was bedeutet er? Also ich bin ja in Berlin schon sehr, sehr lange schon in Berlin gewesen, wie die Mauer noch da war. Und das war ein Ort, wo wir nie hin konnten. Deshalb liebe ich es immer besonders. Ich liebe auch besonders, an der Friedrichstraße aus der S-Bahn zu steigen.
eben auch, weil ich um die Vergangenheit weiß. Es ist ein seelenvoller Ort und eigentlich auch ein Ort des Glücks, wo wir hier in Freiheit leben können. Sie ist glamourös wie ihr Name. Es ist aus, I'm falling in love wie die Show hier. Ja, vielen Dank. Ich fand, Swarovski-Kristalle war immer meine Passion. Das Blöde ist, dass es sie eigentlich nicht mehr gibt. Aber ich habe einen wunderbaren Couturier, der mir mein Kostüm geschnattet hat, der auch noch an die passenden Steine kam. Wie sehr freust du dich auf diese Show, Falling in Love? Unglaublich. Also ich habe so viel Positives gehört. Ich war ja bei den letzten beiden Weltpremieren dabei und die haben mich schon wirklich, wirklich bekommen. Aber ich habe gehört, das soll noch mal eine Schippe mehr sein und ich bin so gespannt. Wenn auch Sie gespannt sind auf Berlins neue Show Juwel, dann bekommen Sie alle Informationen unter www.palast.berlin.